gerade selber gekillt. Karl Otto ist tot? Kann ich mit leben? Scheiß drauf. Oh, er hatte deinen guten Bogen. Ach, stimmt. Das wäre doof, wenn er Säcke. Oh Mann. Stirbt das Item dann auch? Ich weiß es nicht mehr. Wo ist der Herr jetzt? Der kann jetzt hin. Ich bin total blind gerade. Da. Ah ja. Und ich will diesen Kerl jetzt einfach loswerden. Einfach über die Berge. Ja, wir können eh nicht mehr abnehmen. Da oben auf die Gabel spießen. Oh, da ist er ja. Ah. Top. Huch! Wo kommt der denn hier? Ah, mal ernsthaft. Kann ich die Bühne Königin noch mal angreifen? Anscheinend. Ja, ich wollte schon gerade sagen. Schön. Ich war nie gut im Flippern. Ich war gut darin, die Kugeln im Spiel zu halten, aber irgendwelche Kombos auslösen, indem ich bestimmte Orte treffe, nee. Keine Chance. Merkt man. Danke. Außer das Ding, das triffst du andauernd. Ja. Das und das Loch. Warum ist da nicht die Gabel? Ich brauche wieder so ein Schild, dass die Gabel. Allgemein, nee, ich müsste eigentlich mal da oben hinkommen. Mhm. Wie? Einfach jetzt wild rumballern, ne? Das wird helfen. Sinnlos drauf. Du musst zielen, Alter. Ich weiß nicht, wie ich zielen soll. Ich treffe nur das Loch. Immerhin. Ja, oder? Gibt auch Männer, die damit Probleme haben. Ja. Nur um das Niveau mal ein wenig zu senken. Kann ja nicht angehen, dass du hier ein LP mit Niveau hast. Das geht ja gar nicht. Ja, das ist auch wirklich nicht so, keine Sorge. Ich hab's nämlich geguckt, aber ich kann mir das vorstellen. Wenn du hier so alleine LPs, dass das alles ein bisschen sauberer abläuft, als wenn wir das zusammen tun. Keine Sorge. Doch. Nee. Komm, ich bleib hier unserem Motto treu, selbst mit Hering, Let's Plays. Das kann ich mir schon eher vorstellen, weil... Oh, ich hab so einen freigespielt. Immerhin endlich. Nee, doch nicht. Das noch ein Felsen. Wie viele Felsen waren da? 50, mindestens. Sieht so aus. Ja, vermutlich eher einer. Bald sind auch mal meine Abonnenten, nee, das sind Untertanen tot. Ja, was soll's. Ja, dann könnt ihr manchmal weitergehen. Und da war Hermann. Und da ist er jetzt erstmal. Ach ja. Ja, hast du bald 3 schöne Videos mit dem Kerl gefilmt. Ach, wir haben schon Schlimmeres aufgenommen, seit ich hier bin. Das stimmt allerdings. Alter, jetzt komm da runter und aktiviert dieses Schild. Nein. Der läuft sich gleich selber ein. Ja, komm. Das war doch voll durch die Mitte gerade eben. Ist nicht mehr schwer genug, um das Ding kaputt zu machen. Ja, das sieht gut aus. Oh mein Gott, steckt er? Die Gabel? Nein, sie ist jetzt erst freigemacht worden. Und er rollt da drüber. Nein. Elena ist gestorben, Jasmin ist gestorben. Und zu viele Tote. Angela ist gestorben. Schade. Aber um Elena und Jasmin ist es nicht schade, oder was? Was denn? Ja, 12. Das Schade könnte auch heißen, dass die Person für immer tot ist. Ach nee. Die Gabel ist frei, Leute. Einfach dahin. Spielt diesen Fettsack einfach da zentral nach oben. Ja, dann solltest du vielleicht einfach mal zentral spielen. Ah, die ganze so knapp. Winkel spielen. Ja! Da hattest du jetzt aber nicht so viel mit zu tun. Oh mein Gott, ich hab's geschafft. Hat fucking Bitch gesagt? Mann, muss der Blähungen haben. Yes! Hast du es endlich. König Try. Oh, Essen. Ich glaube, das ist gerade aus seinem Arsch raus, ist mir egal. Es reicht ja viel Frost, ist zu König Try's Territorium geworden. Oh Gott, es ist geschafft. Mit vielen Opfern. Ja, und irgendwer ist auch jetzt endgültig gestorben. Ich glaube wirklich, dieses wie schade ist nicht so gut. Aber ich bin reich. Das hat sich gelohnt. Die Menschen leben was wert. Na dann, befreien wir die holde Prinzessin aus ihrem Gefängnis. Bist du schon gespannt, wie sie hier aussehen wird? Nein. Ich auch nicht. Die ist bestimmt fett. Aber nicht auf eine gute Art und Weise fett. Den dicken Mobs.
Ist das die? Ich war schon mal verheiratet, Alter. Ich hab Angst. Ich hab grad Ekelgänsehaut. In dieser Nacht wurde ein Kind gezeugt. Ja, aus Sahne und Erdbeeren. Und als König Tri am nächsten Morgen erwachte, stellte er fest, dass er deutlich dünner geworden war. Herzlichen Glückwunsch. Na gut, erstmal gucken. Geld. Entschädigung. Reicht für 12 Millionen. Nicht schlecht. Erwachsene und süße Klöße. Wow. Hey, ich hab König besiegt. Und ja, hast du wirklich gut gemacht, Mann. Hat auch nicht gedauert. Bin sehr stolz auf dich. Na dann, lass mal Party machen. Oder nicht? Hallo? Da kommt doch schon die Party. Keine Sorge. In dieser Nacht wurde ein Kind gezeugt. Es sollte einmal die Hoffnung der gesamten Welt werden. Doch leider... wurde es platt gekommen. Okay. Mein Glückwunschzauber des Königreichs der Vielfraße und zur Rettung von Prinzessin Spumoni. Du und der Riesenzinke seid auch dabei auf der Party, sehe ich gerade. Ja, ich habe ja auch überlebt, im Gegensatz zu den restlichen Idioten. Stimmt, du machst das gut. Ja, ich bin halt auch geil. Der seltsame König Shishkebab war ein ganz schöner Brocken. Und dieser Sahneberg. Und die vielen französischen Bonbons. Ja, Bonbons? Alter, das heißt Bonbons. Mit Pancho in der Konditorei eine Kuchenschlacht. Hm? Ich sage mal Revanche. Hat sie sich gerade bewegt, die Frau? Vielleicht sind das ihre Darmbewegungen. Da kommen jetzt deine untoten Ritter. Was war das? Puh, endlich vorbei. Irgendwas wollte ich doch noch sagen. Ein wirklich sonderbares Beben. Wie dem auch sei, ihr war toll. So wird das was mit der Weltherrschaft, Alter. Das gibt's nicht mehr für dich. Alter, nee. Was ist das? Mein König, habt ihr keine Lust mehr zum Feiern? Achso, klar doch. Willst du das Fest beenden? Nein. Wir partyen jetzt hart. Oh mein Gott, Alter. Lern mal. Wir nehmen das, wie wird das Fest genannt? Das Kuchenfest? Das Fest zur runden Frau? Schlachtfest. Ja. Alpoko-Nachrichten der Morgen des 29. Tages. Heute ist das Erdbeerfest. Okay. Ein neuer Arbeitstag beginnt. Willst du nicht erstmal gucken, wie viele Leute angespült wurden? Das geht erst morgen. Heute wird gepartyt, morgen kommen die Toten wieder. Die Toten wieder? Das klingt irgendwie nicht so gut, Mann. Nikolaus, ist ein neuer. Heute ist Erdbeerfest, also lasst uns feiern. Dremia. Also lebe das Königreich. Können wir gleich mal gucken. Partyst du mit hart? Hector. Alter, ich bin kein Partymensch. Elisabeth, Florian, Nikolaus, Alois, Romina. Willst du echt nicht mitmachen? Alter, nein. Was ist das Erdbeerfest? Ja, Mann, ich hab schon gekämpft. Ich bin zu Hause und. Ne? Tu das, was Menschen tun, nachdem sie. Oh, seid ihr das zufällig? Sind das Veronika? Nein. Da bist du. Ich, super. Alter, ich bin ein Schwabe. Jo. Oder? Sind das Schwaben, die so reden? Ich bin ein Schwabe. Ach du Scheiße. Geht es noch schlimmer? Ich, super. Ich, super. Ich bin so glücklich. 100 Punkten gebe ich 100. Das ist schon wieder fast peinlich, ne? Nee. Nicht? Okay. Nee. Und du hast jetzt Probleme unter deinem Video, wenn du Schwaben und die Bayern vergleichst. Das mache ich dauernd. Gut, nachdem wir richtig heftig gefeiert haben, gehen wir jetzt auch wieder zurück, weil ich reihe die Feste nicht. Die Leute laufen da rum, freuen sich, dass 5 Menschen gestorben sind, damit ein fetter Sack auf eine Gabel aufgespießt werden kann. Ja. Ich beende das Fest, ich gucke noch nach den Toten, Lebenden Toten, guck, was ich noch bauen kann und dann lassen wir es für heute auch sein.
Das ist ja auch ordentlich genug aufgenommen. Feiern. Willst du das jetzt beenden? Ich will. Wir haben ja schon 22:30. Krasse Scheiße. Dann beenden wir das Fest und gehen schlafen. Da-dam. Nicht, weil ich erstmal welcher gucken. Wer überlebt hat? Auf wie viele Leute tippst du? Ich hätte jetzt gesagt 4, weil irgendwer muss der tot sein. Aber wer ist tot? Ist Veronika gestorben? Keine besonderen Nachrichten. Was? Keine besonderen Nachrichten? Willst du mich gerade verarschen? Hallo? Keine besonderen Nachrichten. Da sind 5 Leute verreckt? Hallo? Scheint so. Nee? Vielleicht wird deine Frau da dabei? Was ist aus was wird mit Benno, wenn du jetzt irgendwann durch die Gegend treiben musst? Dann nimmst du auch meine blöde Frau mit. Die kann nicht kämpfen, das weißt du doch. Was ist die Soldatin? Das sind sie doch. Alle 5. Ja, wunderbar. Jasmin, Angela, Karl Otto, Elena, Hermann. Also meine Frau war noch gar nicht dabei. Ist doch gut. Idiot, was laberst du denn wieder? Ich hab halt gedacht und so. 4 Bogenschützen und ein Dingsbums. Das sagt ja schon alles. Die Soldaten haben es alle gepackt. Cool. Der Bauer auch. Der Bauer auch. Und Janine. Ja, ich bin auch der Superbauer. Ich könnte zur RTL gehen. Deutschland sucht den Superbauern. Bauer sucht Frau. Nee, da nicht. Ich hab da schon eine. Ich hab auch schon ein Kind, Mann. Ach, stimmt. Jö, dann sind wir glücklich. Wir können doch gerade. Ich muss noch meinen Frauen Hallo sagen. Ist deine Frauen? Ja, hab da noch eine. Also, du Harem. Ja, Besitzer. Guck mal, da kommen noch ein paar dazu. Ich werde hartnäckige Forderungen stellen. An die Liste kommt die Petition. Nee, sie muss fett sprechen. Ich werde hartnäckige Forderungen stellen. An die Liste kommt die Petition. Okay. Ja. Und Aprikot. Ah, das ist ja mal eine freudige Überraschung. Guten Tag, Majestät. Vielen Dank für die 2 wunderschönen Fotos. Es fehlen noch 18. Typisch Frau. Danke, will mehr. Reden wir noch mal kurz. Hallo, ihr da. Guten Tag. Wir müssen was bequatschen. Ich hab Hunger. Prinzessin Draht. Das heutige Thema ist die besonderen Reize des Königs. Oh Gott. Oh Gott. Ich will einen Flottenbreier. Auf geht's. Ihr beiden liegt unten, ich komm oben drauf. Die langen Koteletten, die sind so männlich. So wie zum Thema, du bist 10. Das war's. Es war total lustig mit euch. Beim nächsten Mal bequatschen wir, wenn morgen die Welt untergeht. Wir lösen Pfotenfreier. Da will ich zuhören. Warum kriegst du eigentlich nicht mal mehr Leben? Jeder deiner blöden Untertanen hat mehr Hitpoints. Liebe Prinzessin. Es gibt etwas zu besprechen. Prinzessin Dreisch sozusagen. Also, es geht um Folgendes. Wenn morgen die Welt untergeht, los geht's. Nichts Besonderes, oder was denkt ihr? Das war's. Das war das Team. Geil. Aber solange sie Essen hat, ist sie glücklich. Wohin in den Flitterwochen? Sollen wir das noch klären? Nein. Okay, ich gehe. Deine Prinzessin, geh mir auf den Senkel. Und die eine ist dazu noch fett. Das kommt noch dazu, Mann. Ich glaube, später kann man auch dann eine Prinzessin heiraten. Ja, du nimmst aber nicht die Dicke, oder? Nein. Vor der hat man ja Angst, ey. Ja. Also genau, jetzt noch mal gucken, was wir bauen können. Dann denn eine Kiste, gucke ich nächstes Mal ein Spezial. Haben wir den Wecker? Jo, machen wir gerade den Wecker. Können wir mal gucken, wann ich aufstehen will. Das wäre so schön, wenn ich das auch jetzt machen könnte. Abzeichen mal 6 neue Untertanen in meiner Leibgarde. Das ist doch was. Interessant. Ah, und diese Verteidigungslinie, das nehmen wir eh nie. Das nimmt nur Platz weg. Auf dem Bauerndorf kann ich noch nicht bauen. Jo, das war's eigentlich. Dann noch Werde holen, speichern. Und dann bedanke ich mich bei meinem Co-Kommentator Bauer Sebastian. Ja, ja, du wolltest was sagen? Wir stürzen dich. Das Volk stürzt dich und dann wirst du einfach guillotiniert. Alles klar, so der Franzose ist schon weg. Ja. Ich mach ein neues Frankreich auf. Okay, warum Frankreich? Naja, das sind die einzigen... Naja, das stimmt nicht. Die Engländer haben auch mit der Guillotine gearbeitet. Hm. Die Deutschen bestimmt auch. Obwohl, nee, die Deutschen haben einfach die Leute erschossen. Ja, das ist wir sind platzsparender. Wir brauchen dafür kein extra Apparat. Okay. Ach gut, mit diesen wunderschönen, sanften Worten beenden wir dann dieses kunterbunte Kinder-Let's Play und wünschen euch einen schönen Tag. Ja, viel Spaß, Leute. Ich bin nie mehr dabei. Gott sei Dank. Tschüss.